Okay, jetzt da draußen sind wieder welche. Oh, da ist er. Hello again! A legend! My friend! Oh! Was? Whoa, 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 whoa. Da ist ja noch einer. So, probieren wir dir mal aus. Komm her. Okay, da muss ich auch erstmal wieder reinkommen hier. Hier Eve. Ja gut, direkt will er das Eve wieder holen. Du falsch machst, auf mich schießen. Ganz einfach, niemand schießt auf Booker DeWitt. Okay, jetzt nochmal ruhig nachdenken. Oh, Entschuldigung, ich muss gerade mal was trinken. So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Gerade voll den trockenen Hals gehabt. Wechselt man in seinen Waffen? Ach, auf E, genau so war das. So, Pistole nachladen. Wird uns noch weiterhin gute Dienste tun. Q ist Schnelltaste zum Nachladen. So. Okay. Ach, stimmt ja. Schon wieder was vergessen. Da komme ich so nicht ran. Mist. Was? Das war ein Kopfschuss. Kritisch. Bisschen Geld. Leere Tasche. Eine weitere leere Tasche. Ah, finde ich gut, dass wir direkt zum Anfang hier schon Ausrüstung bekommen. Gut. Böses Auge. Waffenschaden erhöht sich, wenn der Spieler immer Kimme und Korn zielt. Über Kimme und Korn zielt und danach aufeinanderfolgenden Kills bis zu 5. Okay. Kimme und Korn, Schaden erhöht. Sehr gut. Verstörende Köpfe, die hier rumliegen. Oh. Das, die hätten wir auch noch gebrauchen können. Die Ausrüstung. Nicht ganz genau, da war was Gutes drin gewesen. Psch, da sind schon wieder welche. Die ganze Ausrüstung ist kaputt. Verdammt. Will ich mich doch direkt mit einem Wermuttropfen zudröhnen. Wo bist du? Oh, oh, ein Automat. Der ist jetzt... Komm raus, komm raus. Automat, schieß! Schieß, Automat, schieß, sagte ich. Ja, du triffst ja wieder wunderbar. Was ist denn jetzt? Oh, Kiste vom Kopf geschossen, auch schön. Wie lange ist denn der jetzt uns? Ist der für immer uns? Diese Kiste ist nichts drin, ne? Warum haben die eigentlich Kisten auf? Was ist denn da los? Okay. Bei diesem Gesicht würde ich mir auch definitiv eine Kiste über den Kopf schütten. Wow! Wow, wow, wow! Warte mal kurz, mein Freund. Mann, Mann, Mann. Ich hätte mir einfach... Ah! Ah! Oh Gott, ey. Ich bin gerade voll ins Feuer reingerannt. Ich hätte mir einfach hier den Rücken und dann läuft er noch in das Feuer rein. Booker, was ist denn los mit dir? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Ding aufgeht. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen da rein, also gehen wir mal hier rein. Okay, das vielleicht schon von mir? Ich gucke mir alles an. Da ist noch eine komische Maschine. Der Lichtkegel geht nicht allzu weit, was gut ist. Dadurch können wir ein bisschen näher rankommen. Und uns ein wenig umgucken.
Das ist ein Ring in einer Schuhschachtel. Mit leerer Kasse. Wundert mich hier nichts. Wo ist sie denn? Da um die Ecke ist sie. Okay. Wieso steht er so völlig... Genau, geh mal weg. Gut. Da können wir auch so vorbei, oder? Maschinen sind ja nicht gerade schlau. Was ist da? Hut, Superhammer, Reichweite von Nahkampfangriffen dreifach erhöht und Schaden verdoppelt. Allerdings wird dabei 20% deines Schilds verbraucht. Danke, nur mitnehmen. Das ist ja voll blöd. Mein Schild ist wie mein zweites Leben. Geht's hier noch irgendwo rein? Jawohl, schnell rein hier. Ach, wir haben noch einen Audiolog. Moses Lüdecker. Bastard. Left me here to rot. Sure, I signed the contract. Helped turn Fontaine into a prison. 10 days, big rush, everything slapped at. Right before the prisoners are brought in. One of your piece of shit turrets. Bam! Both kneecaps. Now I'm likely a cripple locked in a jail, surrounded by maniacs. I haven't even been paid, but I don't care. Just get me out of here! Da hinten noch irgendwas liegt. Ah, Elizabeth. Gut, dass du nicht erkannt wirst. Oh, das ist keine gute Idee. Oh, ich sag, das ist keine gute Idee. Eieiei. Das lassen wir da einfach mal so liegen. Da ist doch noch irgendwas gewesen. Ha. Gut, dass ich das nicht übersehen habe. Wow, 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 was? Was ist mit dir? Geh mal weg. Oder noch einer. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nicht nachladen. Was ist denn hier noch? Hinter mir ist noch einer. Wow, geh weg, schnell weg. What's happened to these people? They don't even seem sane. Nothing beats your first splice. From there it's all downhill. The frozen frosties, the jockeys who will hand you 1,000 volts as soon as look at you. You sound sympathetic. It wouldn't be the first sons of bitches who found an answer at the bottom of a bottle. But once you see them go all weak at the knees at the sight of a little sister and holler at them, they cut a less sympathetic figure. Ich bin jetzt gerade voll überrascht, die Leute. Oh, wir sind. Haben nicht viel Gesundheit. Haben gar nicht viel Gesundheit. Und wir haben definitiv die falsche Waffe. Oh, oh, oh. 15 Schuss auch nur noch hier. Nein, Tür geh auf. Kann ich irgendwas. Kann ich ein bisschen Gesundheit organisieren? Das steht einfach da draußen rum. Ja, Mensch. Ey, der Bugger wird das schon richten, ne? Machen wir mal auf hier den, die Luftschleuse hier, den Kasten hier. Dreht sich ganz schön lang. Okay, leise, hier sind bestimmt welche. Die Kiste ist leer, na toll. Ich kann gerade nicht aufstehen. Ach, jetzt so. Über diesen einen Dollar würde ich nur mitnehmen. Fände ich jetzt, ob hier gerade irgendwie Action abgeht. Ach ja, guck mal. Die kennen wir doch. Short-circuited. Probably be able to pop it open with it. A jolt of shock jockey? You familiar with shock jockey? More than you could know. Let's look around. Maybe there's a store ain't been ransacked by splicers yet. Chuck Jockey, den kennen wir auch noch zu gut. Eine Uhr im Mülleimer. Wer schmeißt denn so eine schöne Uhr weg? Immerhin war da. War die Geld wert mal irgendwann. So viele Kisten, Taschen, wir können sie alle nicht aufmachen. Was ist denn hier? Eine Waschmaschine? What the fuck? Wo steht hier eine Waschmaschine? Soll das ein Hinweis sein? Ich bin's nicht. Ich hab geduscht.
Eine Flasche Soda. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, seine Tasche mit Eve und Geld, 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 Geld. Mehr Geld, wir brauchen immer mehr Geld. Ihr wisst, Booker braucht immer Geld. Ladies Rear, ah. Vielleicht können wir mal der guten Elizabeth was Neues anziehen und dabei durch die kleine Kabine lunschen. Ja, nein. Was ist das? Ach, das ist Wasser. Was ist denn jetzt, wo... Okay, hier sind wir schon mal falsch, richtig? Richtig falsch? Oh, ich höre welche. Die kriegen wir so. Oh, da ist noch einer, den kriegen wir. Der ist näher. Mr. DeWitt, Splicers. Ich sehe sie ja schon. Was? Wieso? So, genau so. Wo ist denn der andere? Der hat es schon gesehen? Ich glaube noch nicht. Gut. Ist. Wo ist denn? Won't steal. Wow! Da bin ich auch gerade verarscht. Gib mir deine Waffe, gib mir deine Gesundheit, gib mir dein Leben. Schokolade. Oh Gott. Was? 3 Lockpicks. Was gibt's denn da drinnen? Ach, wir haben ja noch einen Audio-Lock. So, direkt mal reinhauen hier. Of my first play, the Herald said, a dead whale has washed up at the Schubert Theater and stinks a little more with each passing night. The Tribune called my first opera as having the effect of canceling out all of Mozart's classics in a single caterwaul. And now, critics take me to task for my humanitarian work. If I were not there to find a home for these orphans, would these belly achers take my place? An artist once said, all critics should be assassinated. I just might take him up on that. Sender, kommen wir Leute, Verrückte. Ich habe jetzt einfach mal diese 3 Lockpicks genommen, weil wir 3 Lockpicks gerade hatten. Ich hoffe, das hat sich auch gelohnt. Ein bisschen Geld. Was ist das? Was ist das? Ach, das ist ein kompletter Ring. Ah. Okay, das hat Geld eingebracht. Dann direkt das nächste Audio-Lock. I keep dropping audio diaries in the pneumotubes, like a message in a goddamn bottle. Hoping one will get through and someone will save me. If you get this, send help. I'm holed up in the shoe storeroom. The code's 0928. 0928. Wir haben bloß noch nichts gefunden, wo wir das einsetzen können, oder? 0928. Oh, da hinten ist was. Noch gar nicht gesehen. Gesundheit? Ja, Gesundheit. Wow, wow, wow! Wow, was ist denn das? Wow, wow, wow! Oh, oh. Wo bist du? Gott, oh Gott, oh Gott. Die hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Oh Gott, ey. Das sind alles nur Schaufensterpuppen. Keine Angst, liebe Kinder. Alles nur Schaufensterpuppen, weil liebe Kinder hier eh nicht zugucken dürfen. USK 18, Mann. Wow, hier springt die da einfach runter. Ich dachte, was geht denn hier? Voll erschrocken. Jetzt habe ich den Code vergessen. Na, den müssen wir uns halt dann nochmal anhören. Okay, hier geht's weiter. Hä? Wo haben wir denn? Wie sind wir denn hier überhaupt? Braucht Haken? Hey, warte mal, warte mal, warte mal. Ganz ruhig. Elizabeth.
Wo sind wir denn hergekommen? Ich bin verwirrt. Gott. Hier hinten auch nicht. Wir sind doch durch diese Tür gerade gekommen, oder? Ich suche das Geschäft. Frachthaken. Auch kein Frachthaken. Haben das Geschäft durchsucht, oder? Ich hab was vergessen. Ja, USK 18. Jeder, der jünger ist, bitte wegschalten. Nein, stopp, noch nicht wegschalten. Erstmal könnt ihr die Kommentare dazu benutzen, um mir zu sagen, ob ihr USK 18 für dieses Spiel gerechtfertigt haltet und was ihr im Allgemeinen von den USK, FSK Organisationen haltet. Bringen die was in der heutigen Zeit? Oder kommen die jüngeren Kinder trotzdem an den Games ran, an die sie halt rankommen wollen? Schreibt's einfach mal in die Kommentare. Bis dann, tschüss!